Sonnenschein und ein blaues Lüftchen lockten Scharen von Zuschauern an die Streckenränder. Auf der Startrampe der Sachs-Winterrallye tummelte sich mit Sepp Haider, Ronald Holzer, Harald Demuth und Ingvar Karlsson, um nur einige zu nennen, ein absolutes Klassefeld. Was haben sich die Spitzenfahrer für die Rallye-Saison 1990 vorgenommen? Also, wir haben eigentlich kein fixes Programm für heuer noch. Wir haben gesagt, wir fahren einmal den ersten Lauf als Standortbestimmung, wer eben in der deutschen Szene dieses Jahr stark ist und so weiter. Und dann werden wir weiter entscheiden. Ja, bei uns ist noch nicht sicher, ob wir die komplette deutsche Meisterschaft fahren, weil wir wollten heuer eigentlich mal mehr Weltmeisterschaft fahren. Wir fahren auch die Portugal-Rallye, vielleicht auch Korsika. Und man muss jetzt mal sehen. Wir haben gesagt, wir fangen jetzt mal an. Natürlich, wenn wir hier ein gutes Ergebnis bringen, werden wir die Sachs-Franken fahren und auch dann die Saarland. Ja, this is the first rally we do, so I don't expect so much yet. But I hope it, we can continue to do the whole series. Das schwedische Team Ingvar und Per Karlsson, die übrigens nicht verwandt sind, gehen mit einem knapp 300 PS starken BMW M3 ins Rennen. Tuner Herbert Hartke lässt das Fahrzeug aus Kostengründen im Ostblock vorbereiten. Karlsson, der im vergangenen Jahr 2 WM-Läufe gewann, führt das Rallyefeld bis zur vorletzten WP des ersten Tages an. Dann bekommt er Schwierigkeiten mit der Elektronik. Der BMW läuft nur noch auf 2 Zylindern. Trotzdem der Schaden behoben wird, kann er seinen Zeitverlust am zweiten Tag nicht mehr aufholen. Sepp Haider und Ferdi Hinterleitner fahren ihren gewohnt spektakulären Stil. Der bewährte Opel Kadett GSI wurde erstmals mit Katalysator auf die Strecke geschickt. Haider Hinterleitner profitierten von den Elektronikproblemen der Schweden. Am Ende des ersten Tages übernehmen sie die Führung, die sie bis zum Schluss nicht mehr abgeben. Ronald Holzer und Klaus Wendel, die Vizemeister des Vorjahres, sind direkt vom Training des Rallye-WM-Laufs in Portugal nach Hameln gekommen. Ihr Lancia Delta Integrale ist für die kurzen, schnellen Asphaltpisten eindeutig zu kurz übersetzt. So reichte es am Ende nur für einen dritten Platz. Noch hat Harald Demuth gut lachen. Als einziger hatte er angekündigt, die komplette deutsche Rallye-Meisterschaft zu fahren. Damit gilt er als einer der Top-Kandidaten auf den Titel. Doch nachdem er anfangs sogar an der Spitze liegt, muss er seinen Mitsubishi Galant auf der WP7 frühzeitig mit Turboladerschaden abstellen. Spannend für die Zuschauer ist auch der Dreikampf in der seriennahen Gruppe N. Welche Ziele verfolgt Vorjahressieger Stefan Schlesak in dieser Saison? Ja, wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, da wir wieder mit diesem gleichen Fahrzeug fahren wie im letzten Jahr, auch möglichst wieder so weit vorne zu fahren wie im letzten Jahr, da die Firma Ford ein neues Fahrzeug entwickelt, ein Allradauto, wie die anderen auch haben, erhoffen wir uns natürlich da auch noch eine Steigerung, auch vielleicht in der Gesamtplatzierung. Stefan Schlesak und Beifahrer Jörg Ramme gehen mit dem heckgetriebenen Ford Sierra Cosworth ins Rennen. Dicht auf ihren Fersen Roland Mattes im Gruppe N Lancia Delta Integrale. Und Michael Gerber im Mitsubishi Galant VR4. Gerber war in diesem Jahr schon 18er bei der Rallye Monte Carlo. Nach dem ersten Tag führt Schlesak das Gruppe N-Feld an. Auffallend immer wieder seine klare, saubere Fahrlinie. Der Nebel des zweiten Tages wird ihm dann zum Verhängnis. Er will nichts riskieren und hinkt der Bestzeit von Mattes um 37 Sekunden hinterher. Michael Gerber und Peter Thuhl hatten am ersten Tag wenig Glück. Nachdem sie in der WP4 eine Brücke gerammt hatten, fiel ihnen dann am Abend die komplette Beleuchtungsanlage aus. Am
Am folgenden Tag aber lieferten sie sich ein spannendes Duell mit Roland Matthes und Thomas Fuchs. Diese ziehen am Morgen des zweiten Tages trotz Feuchtigkeit Slicks auf. Der Mut zum Risiko sollte belohnt werden. Sie gewinnen in der Gruppe N, obwohl der von Holzer Motorsport in 2,5 Wochen aufgebaute Lancia noch nicht den optimalsten Stand entspricht. Vorsprung vor dem zweiten Gerber Thul, 6 Sekunden. Eine mehr als knappe Entscheidung. Pechvögel der Gruppe N sind Andi Wetzelsperger und Teddy Schaller. Für sie endete der Saisonauftakt an einem Baum. Hier noch einmal die Zeitlupe zur persönlichen Analyse. Und dies wäre der eigentliche Gewinner der Sachs-Winterrallye gewesen, der neue VW-Rallye Golf G60, pilotiert von Erwin Weber und Matthias Fels. Eingesetzt wird er als Vorauswagen unter Wettbewerbsbedingungen. Der Allrader mit 272 PS besteht die Premiere mit Bravour. Ständig fährt er inoffizielle Bestzeiten. Im Laufe der Saison werden Charlie Beck und Bernd Seiter das Steuer des Rallye-Golf übernehmen.